bin ich wieder. Ich bin Natascha und ich stelle euch heute wieder ein Bilderbuch vor. Heute habe ich mitgebracht Familie, das sind wir, aus dem Usborn Verlag. Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Ich kenne den schon lange und ich schätze die Bücher sehr, die es in diesem Verlag gibt, weil, wie man das hier auf dem Titelbild wahrscheinlich auch schon sehr gut erkennen kann, Vielfalt einfach gefeiert wird, sage ich mal, oder ganz selbstverständlich ist. Das ist jetzt ein Buch, Familie, das sind wir, also das ist ein Sachbuch. 2019 oder 2018 ist es herausgekommen. Es gab ja schon das Buch Du gehörst dazu, das große Buch der Familien. Das ist sehr ähnlich. Manchmal denke ich, die haben sich das als Vorlage genommen. Aber die haben es halt auch erweitert und, ich sag mal, modernisiert. Also noch mehr unserer Zeit angepasst. Es geht hier darum, die Vielfalt der Familien zu zeigen. Also, was ist überhaupt Familie? Wie sehen Familien aus? Wer gehört zu deiner Familie? Wer ist was? Wie Familien sich verändern können? Also Trennung, Scheidung, ein Familienstammbaum. Wo wohnen Familien? Also verschiedene Lebensformen. Wozu sind Familien eigentlich da? Die Familiensprachen. Und das muss ich sagen, das finde ich jetzt an diesem Buch nochmal ganz besonders. Und auch besonders wertvoll, dass es eine Doppelseite tatsächlich zu Familiensprachen und Mehrsprachigkeit in der Familie gibt. Und da sind halt hier diese ganzen kleinen Babys, die in verschiedenen Sprachen Mama sagen. Und das ist ein kleines Rätsel. Die Antworten dazu findet man dann ganz hinten. Das ist einfach auch Thema des Verbands, das ist Thema vieler binationalen Familien und von daher sehr schön, dass das auch hier mit aufgegriffen wird. Ja, es gibt um Esskultur, also nicht in welchem Land man was isst, sondern wie eine Familie, also welche Möglichkeiten gibt es in Familien zu essen, also sitzt man an einem Tisch oder ist das nicht so wichtig. Genau, Feste gehört noch dazu, Freizeit und Gefühle. Also es ist wieder sehr, sehr viel. Was auch sehr schön ist, ist eine Wörterliste mit Erklärungen, also zu den verschiedenen Begriffen, wie zum Beispiel Ex-Frau oder Nichte oder Waise, adoptiert, das kann man alles nochmal nachgucken. Übrigens auch Pflegekinder kommen vor, das ist etwas, was auch viel zu kurz kommt, die sind auch mit hier drin. Genau, also es ist auch von den Illustrationen, finde ich, überschaubar. Es ist nicht zu voll. Es gibt ja viele dieser Bücher, die so ähnlich gemacht sind, die überladen sind. Ist es nicht. Es ist jetzt auch kein Vorlesebuch, finde ich. Es ist ein interaktives Buch, wo ich immer mal mir ein Thema raussuchen kann, das lesen wir gemeinsam dann durch oder wir blättern es durch, gucken, wo bleiben wir hängen. Genau. Also, ja, ich finde es ganz, ganz charmant gemacht und ist tatsächlich nochmal von den Themen und von der Vielfalt noch eine Erweiterung zu den Büchern, die es vorher gab. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Clip wieder. Ciao!